Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ist denn schon Weihnachten? Nein, aber es hat schon mal geschneit. Ne? Ist ja auch schon mal was. Man merkt, es wird Winter. Ist zwar jetzt nicht allzu viel, was hier an Schnee liegt, aber ja, schön ist es trotzdem. Ne? Ja, also Weihnachten ist noch nicht, aber für einen von euch könnte es eventuell ein vorgezogenes Weihnachtsfest geben oder zumindest ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. So, und jetzt sind wir hier am Basteltisch und jetzt sage ich und zeige euch auch, um was es heute geht. Und zwar um diese MLA-30. Die Antenne kennt ihr, die habt ihr schon des Öfteren gesehen. Das hier ist das Gerät, also die Antenne, die mir der Henner zugeschickt hat, weil er der Meinung war, dass sie nicht funktioniert. Ihr habt es in einem meiner Videos gesehen. Ich habe sie getestet, sie funktioniert tadellos. Ich habe allerdings 3 Stück von diesen MLA-30 und ja, das ist dann doch etwas viel. Und ich hatte dem Henner schon gesagt, dass ich sie nutzen werde für ein Video und testen werde und dann auch eventuell verlose. Und genau das hatte ich ja gefragt. Wollt ihr, dass ich die verlose? Ihr habt gesagt, jawohl, auf jeden Fall, feine Sache. Ja, und da dachte ich, dann mache ich das doch jetzt schnell, weil noch ist vor Weihnachten und dann könnte für einen von euch, oder nicht könnte, sondern es wird für einen von euch dann diese MLA-30 geben. Was müsst ihr dafür tun? Nun, ihr müsst unbedingt nichts tun. Es ist also eine ganz normale Verlosung. Ihr braucht weder meinen Kanal zu abonnieren, noch müsst ihr mir ein Like geben oder irgendetwas. Es sei denn, das Video gefällt euch, dann bin ich für jedes Like dankbar. Ich bin auch für jedes Abo dankbar, aber es ist keine Voraussetzung, um hier diese Antenne zu gewinnen. Denn ich mache hier ja keine, ich will nicht mit aller Gewalt Abonnenten fangen, auch wenn der ein oder andere das meint. Ne? Gut, also jetzt kommen wir aber zu der Antenne. Und im Laufe der Vorstellung sage ich euch auch, was ihr dafür tun müsst. Denn irgendetwas müsst ihr ja tun, sonst ja. Weiß ich ja gar nicht, ob ihr teilnehmen wollt oder nicht. Jetzt stelle ich euch als allererstes einmal die Antenne vor. Antenne, Zuschauer, Zuschauer, Antenne. So, Vorstellung erledigt. War natürlich nur ein Spaß. Also, hier haben wir die Loop. Und zwar habe ich die mit 2 Kabelbindern gerade zusammengefasst. Wenn ihr die aufmacht, Vorsicht, dann springt die regelrecht auseinander. Und hier sind die beiden Anschlüsse. Hier. Einmal hier und einmal hier, dann liegt das nachher so groß rund und die werden einfach nur hier angeschlossen. Also Flügelmutter aufschrauben, den einen Teil einsetzen, die große Loop legen, andere aufschrauben, einsetzen, zudrehen, fertig. Dann ist das Teil schon einmal erledigt. Das könnt ihr dann zum Beispiel an einem Installationskurs, so wie ich das immer mache, zum Beispiel mit meinem Lieblingswerkzeug Kabelbinder irgendwie festmachen an dem Rohr und die Loop einmal oben fangen. Und dann ist das schon das Teil, das reine Empfangsteil. Daran befindet sich dann ein langes Kabel. Das ist das hier. Und das könnt ihr dann so weit aufrollen, wie ihr das benötigt. Ihr könnt das, die Antenne zum Beispiel auch aufs Dach stellen, vielleicht noch mit einem kleinen Rotor. Ja, und dann dieses Kabel in den Scheck legen und das hier lege ich jetzt mal so auf Seite, denn das haben wir ja dann schon erledigt. Ja, und dann seid ihr im Scheck, jetzt drehen wir hier das noch raus, so, im Scheck kommt dann dieses Kästchen hin. Da kommt also die Antenne dran, also die ist schon angeschraubt, könnt ihr abschrauben, wenn ihr wollt, aber ich lasse das gerade so dran. Hier kommt also die Antenne dran, die reine Loop, die hatte ich euch gezeigt. Dann haben wir hier so einen roten Nubbel, das ist ein Schutz für diesen Anschluss, damit da kein Dreck reinkommt. Den zieht ihr einfach ab und dann könnt ihr da ein Verbindungskabel dran setzen zu eurem Empfänger. Ein dementsprechendes Verbindungskabel mit dem richtigen Anschluss, hier, wird natürlich mitgeliefert.
Ihr könnt das allerdings auch so machen, wie ich das mache. Ich habe hier einen SMA-BNC-Adapter aufgesetzt und gehe dann mit ganz normalem RG316 oder ja, RG58, was ihr da gerade habt, könnt ihr dann an das Gerät gehen. Ne? Also an den SDA-Play zum Beispiel oder an irgendeinen anderen Empfänger, wie auch zum Beispiel so etwas Kleines. Hatte ich ja vor kurzem im Video vorgestellt, wobei ich sagen muss, dass der hier mit dem Signal, das von der MLA30 kommt, da wohl etwas überfordert ist. Das ist einfach, die Antenne ist einfach etwas stark für das Gerät. Ne? Aber für den normalen SDR-Play ideal geeignet. Also entweder das oder adaptiert auf das, was ihr benötigt. Das geht dann ans Gerät. Und dann ist noch dieses Kabel dabei, das ist ein Mini-USB, der wird hier eingestöpselt, hier in dieser Öffnung und dient dazu, dass ihr via USB, hier ist der USB-Stecker, via USB könnt ihr dann zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, könnt ihr die Antenne mit Strom versorgen, mit Spannung versorgen. Es gibt auch Programme, SDR, ich weiß jetzt gar nicht welches ist, das verfügt dann schon über eine Spannungsversorgung vom Computer und so wird die Antenne versorgt. Ihr könnt aber auch, und das hole ich jetzt mal gerade bei, das so machen, wie ich das immer mache. Ich nehme einen Eremit-Akku, das hier sind jetzt zwei in einem Case, da habe ich einen Zigarettenanzünder dran und hier so einen USB Einstecker für Zigarettenanzünder und da kann man natürlich auch wunderbar einstöpseln. Hat den Vorteil, dass ihr da kein zusätzliches Ladegerät oder ähnliches braucht. Wenn ihr hier mit auf ein direktes Ladegerät, auf ein Steckernetzteil oder was auch immer geht und das anschließt, achtet bitte darauf, das kann zu erheblichen Störungen führen. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, viele kleine Steckernetzteile auch mit USB verursachen enorme Störungen und dann habt ihr natürlich keinen Spaß am Empfang. Also hier aufpassen, wo ihr da anschließt. Wie gesagt, entweder das Kabel hier dran und dann an eine Powerbank oder einen externen Akku, das ist so das Beste, sage ich immer. Da ihr natürlich einen Laptop, einen PC oder irgendetwas auch nutzen müsst, um zum Beispiel beim SDR-Play oder SDR-Empfänger das Ganze sichtbar zu machen, könnt ihr natürlich auch direkt dort dran gehen. Also, das hier ist also jetzt der komplette Lieferumfang, also das, was ihr bekommt, wenn ihr denn die Antenne, na, gewinnt. So, jetzt habe ich es dann noch verknottelt. Es ist aber auch schlimm mit mir heute. So, also das hier, ich werde das sauber verpacken, mit der Loop natürlich, werde das in ein Kästchen packen, sehr wahrscheinlich sogar doppelt, damit da auch ja nichts drankommt. Wäre ein trauriges Weihnachtsfest, wenn jemand das Teil gewinnt. Uns kommt dann schon beschädigt an. Also ich werde es doppelt verpacken und werde es dem Gewinner zusenden. Wie machen wir das Ganze? Ganz einfach. Jeder, der an der Verlosung teilnehmen möchte, der macht einen kleinen Zusatz unten in die Kommentare. Das heißt, schreibt einen Kommentar zu diesem Video und als allererstes setzt ihr zum Beispiel dann, was machen wir, Hashtag MLA, also diese Raute und dann groß MLA und dann verfasst bitte euren Kommentar. Habt bitte Verständnis dafür, dass Kommentare ohne Hashtag MLA nicht an der Verlosung teilnehmen, denn es gibt ja auch einige, die einfach nur einen Kommentar schreiben möchten, aber nicht an der Verlosung teilnehmen, weil sie, wer weiß, so wie ich, schon mehrere von diesen Antennen haben, die sind nämlich wirklich gut, kann man eigentlich gar nicht genug davon haben. Ja, also, Hashtag MLA und dann euren ganz normalen Kommentar und dann werdet ihr an der Verlosung teilnehmen. Dann werde ich einen Gewinner ziehen, mache darüber auch ein Video und der Gewinner, der schreibt mir dann eine E-Mail. E-Mail-Adresse gebe ich in den folgenden Video, also wenn die Verlosung ist, bekannt und teilt mir dann in dieser E-Mail auch seine Adresse
mit. In der Vergangenheit war es öfter so, oder kam es schon vor, nicht öfter, aber es kam vor, dass sich dann Leute gemeldet haben, die dann überhaupt nicht derjenige waren, die gewonnen haben. Also Gauner gibt es überall. Es kann also sein, dass ich dann eventuell auch mal zurückfrage und dann wäre vielleicht ein Screenshot aus dem YouTube-Studio oder aus dem Community-Bereich des jeweiligen Teilnehmers noch nachzuliefern. Aber das nur im Zweifelsfalle, ansonsten kenne ich so meine Pappenheimer und ich weiß, dass ihr eigentlich im Großen und Ganzen ehrliche Knochen seid und sich da keiner zu Unrecht da an diesem Teil da bereichern möchte. Ne? So gut kenne ich euch mittlerweile. Gut. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon im Voraus allen Teilnehmern viel Glück. Ich wünsche es jedem Einzelnen von euch, dass ihr diese Antenne gewinnt. Und die Verlosung wird dann wieder von meiner besseren Hälfte, von der Melanie, Delta Golf 8, Mike, durchgeführt. Natürlich unter Aufsicht unseres Notars. Der wird dann auch dabei sein. Der muss das Ganze ja beobachten. Also, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß bei dem Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch nicht die Verlosung verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video nochmal. In diesem Sinne, ABDH 73, hier war Delta Lima 8, Mike Hotel.